Wir stehen hier auf Amons Thron, nachdem wir den fiesen Übeltäter in einem gerechten Zweikampf... Wobei, nee, das war gar kein Zweikampf. Wir waren 4-3, also im Grunde war es total ungerecht. Nachdem wir diesen fiesen Übeltäter ungerechterweise einfach bezwungen haben und ihn vom Platz wegrekrutiert ins Team genommen... Wobei, nee, das ist der echte Amon. Der falsche Amon ist abgehauen, von daher... Er ist jedenfalls weg. Wir haben ihn bezwungen, wir sind besser. Und so stehen wir immer noch hier... Aber wir kamen dann in das Himmelsreich, dort wo die Elfen leben. Und dort haben wir deren Königin gesehen und einen neuen Portaliten, den weißen Portaliten, erhalten, der uns nun zu unserem Vater Randolfo führen soll. Zumindest in der Theorie. Wie das in der Praxis ist, das sehen wir jetzt hier in der nächsten großen Folge von Dragonquest. Monsters! Subi! Masoknosito! Edifino! Tabi! Und diese Reise geht weiter. Indem ich mich weglula. Wobei, Moment, ich lula noch nicht. Erstmal geht's vor die Tür. Ich kann nämlich allem Anschein nach als Lokalmatador mir jetzt hier ein paar Monster abgreifen. Ich würde es gerne mal testen, ob hier überhaupt was Bock hat, sich auf meine Seite zu schlagen. Oder sind jetzt alle Monster auch mitgeflohen? Nee, guck mal hier, eine Statuette. Ich habe, glaube ich, kein allzu leckeres Fleisch, um hier anzumocken. Aber es wäre ja schon mal ganz schön, wenn ich vielleicht doch hier so ein Apparat hier mitkriegen könnte. Dafür gibt es auch eine herzhafte Haxe für die lebende Statue. Ich befehle mal Chrono einen Angriff auf die Flipperkugel. Walzi greift die Statue an, Miku greift die Flipperkugel an und auch der Ultraotte Erial die Statue. Das müsste funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist gut. Der kann manchmal zweimal angreifen. Oder ja... Das machen, womit ich am wenigsten rumlieble. Anwerben. Mal gucken, ob es schon funktioniert. 4 auf 47,9. Da ist schon die Möglichkeit, wenn man Glück hat, gegeben. Schreckensanker. Ich versuch's nochmal. Chrono, du wärst auf jeden Fall ab. Walzi greift an. Miku greift an. Erial wehrt ab. So. Das gut? Ah, ja, genau. Damit hat er keinen Kollegen mehr. Und jetzt werbe ich ihn nochmal an. Vielleicht funktioniert's. Na! Kollege weg und schon funktioniert's. Komm mit mir, lebende Statue. Die lebt nicht, die ist aber nur, das ist nur eine Statue. Das ist was labert das Spiel. Lebende Statue, als wenn es sowas geben würde. Das ist eine Statue, guckt euch an, bewegt sich nicht. So. Und von hier, wollen wir nochmal einen anderen Wagen? Ja, so einen haben wir, so einen Muskelprotz haben wir, so ein Skelett hatten wir schon. Flipperkugeln. Ich würde ja fast so einen zaubernden Ollenwahlmann hier, so einen, den mal versuchen zu rekrutieren. Das wäre doch mal was. Hier. Guck dir den mal an. Dafür hole ich auch noch mal eine herzhafte Haxe raus. Gibst du dem Wunderwall. Dem Wonderwall, eher. The Wonderwall. So. Und dann machen wir mal den Iro-Oger fertig. Erstmal alles hier wegkillen. Der greift sogar zweimal an. Die Flipperkugel wird da gleich angegriffen. Nochmal. Iro-Oger kann mal den Wunderwall einmal angreifen. Flipperkugel und Flipperkugel. Sehr schön. Herzensbrecher. Ach du meine Güte. Muss der aber auch langsam mal fallen. Warum stirbt denn hier nichts von? Ich versuch's nochmal.
Das gewagt. Weil wenn jetzt Chrono einen Doppelangriff macht, dann haben wir ein Problem. Ja, das ist genau das, was ich nicht wollte. Ja, das war klar. Er muss verteidigen. Ja, das ging jetzt irgendwie ziemlich nach hinten los. Und der Wunderwall will natürlich so nicht mitkommen. Ach komm, das ist ein Monster, das will ich eh niemals besitzen. Sag ich jetzt total vergrämt. Will die Abwehr! Nein! Will den Wall nicht! Oh, verdammt. Kann ich die lebende Statue irgendwo reinpammen? Ich mach erstmal weiter. Jetzt passiert doch bestimmt irgendwas. Passiert doch bestimmt irgendwas. Irgendwer will was von uns. Sonst hätten wir uns woanders auch hin teleportieren können, aber es ging nicht. Ja! Schleim der... muss mal lange laden. Also hier muss was passieren gleich. Das war sehr ominös. Hört ihr mich? Ach, der schon wieder. Der Zenithdrache! Ein äußerst bedeutendes Ereignis findet statt. Seht! Was denn? Ich sehe nur Schwärze. Was meinst du? Ich bin blind. Ich weiß nicht, wovon du redest. Zeig es mir. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, Meister. Amon, du bist ganz außer Fassung. Was ist passiert? Ich freue mich nur, euch ein so erlesenes Geschenk zu präsentieren. Seht das Geheimnis der Evolution! Wer seine Macht besitzt, kann alle natürlichen Grenzen überwinden. Es wäre mir eine Ehre, wenn Meister Dolph es als erster versuchen würde, wenn er das tut. So eine enorme Stärke wird ihn am Ende vernichten, habe ich recht? Du hoffst, dass er mich zerstört, bevor die Macht ihn aufzehrt. Du bist schlau, Amon, aber vielleicht nicht so schlau, wie du glaubst. Wieso kriegen wir jetzt eine Schrittkamera präsentiert? Außerdem haben wir das Geheimnis der Evolution bereits ohne deine Hilfe erhalten. Also, möchtest du selbst einen Blick hinter die natürlichen Grenzen werfen? Solche Kraft zu zeigen, das ist unmöglich! Ich präsentiere das große Geheimnis der Evolution. Es wäre mir eine Ehre, wenn du es als erster versuchen würdest, Dolph. Was? Nein! Ich konnte dich nie leiden, Amon. Du hast dich immer schon maßlos überschätzt. Diolus,
Dulf, wenn du das große Geheimnis der Evolution einsetzen würdest, wärst du unaufhaltsam. Dann könnten wir endlich meinen kleinen Ausrutscher beseitigen. Ich bin jetzt schon unaufhaltsam. Ich brauche weder Tricks noch Hilfsmittel. Ich komme, du nicht. Ich werde dich zu Brei schlagen. Du spürst mir also nach, wie? Wenn du meinen Kopf willst, dann hol ihn dir. Papa wartet auf dich. Was für eine Präsenz. Der will jetzt die postnatale Abtreibung, oder was? Will er mich loswerden? Sein jüngsten Sohn? Nee, zweitjüngster. Ja, dann war ja der, weil den Ludo haben wir ja schon einmal gehen sehen. Das große Geheimnis der Evolution. Es gewährt nicht nur mehr Kontrolle, der Benutzer geht bei seinem Gebrauch auch nicht zugrunde. Sollte Randolfo es gegen die Welt der Menschen einsetzen, würde alles Leben ausgelöscht. Du musst deinem Vater Einhalt gebieten. Nur du kannst es schaffen. Der letzte Kampf kann nicht mehr weit sein. Ich werde ihm persönlich eine dicke Lippe verpassen. Los, starten wir ihn in meinem Besuch ab. Wie willst du das denn tun, emsig? Was vermagst du denn zu machen gegen so einen? Ach, guck mal. Sollen wir uns an Fleisch und Met laben? An den Köstlichkeiten vor uns? Du weißt, wo ich und ich ebenfalls unser geheimes Festmahl. Der letzte Akt steht kurz bevor, mein Bruder. Welche Zukunft wirst du für uns wählen? Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Ach ja, also. Wir gehen zurück in den Turm von Rosenbühl. Eine Rückreise in namensgleiches Rosenbühl. Und dann werden wir den Portaliten entsprechend einsetzen und sehen, wohin er uns bringen kann. Erst einmal Rückkehr einleiten. Simsalabim, das dauert ganz kurz, da muss man nochmal laden. Aber nur ganz wenig. Keine Sorge, ganz, ganz wenig. Da wären wir. Und der weiße Portalit wird positioniert. Und somit ist ein neues Reiseziel verfügbar. Hier, Kreis der Eroberung. Im oberen Rang. Wollen wir uns natürlich direkt angucken. Also. Ganz fix werden wir hier weiterreisen. Du hast einen neuen Kreis Nadirias erreicht.
Erstmal falle ich tief hinab. Vielleicht wurde nachgefüllt. Man weiß ja nie. Leider nicht. So, lass mich noch mal kurz ein bisschen was kaufen. Bestienbissen. Da musste erstmal meine ganzen Moneten reinfließen. Ob das weise war, keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, was denn hier gemacht werden kann. Irgendwas Neues? Wanstdrache. Watzelot und Glammy. Auf den ersten Blick erhasche ich nichts. Eine Boxerkrabbe. Was, wofür die denn? Ach, die Statue. Prinzipiell müsste man ja jedes Wesen noch einmal hier rauspressen, was wir noch nicht hatten. Ich vermute aber mal, dass wir tatsächlich noch einmal eine Rekrutierungstour machen müssen. Aber jetzt gerade ist es auch nicht so akut, dass ich unbedingt neue Monster brauche. Heilschleimkönig wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür würde ich den Chrono nicht aufgeben. Deshalb erst einmal wieder Abstand nehmen von dem guten Monty und mal die Luft hier draußen erschnuppern. Was uns erwartet an diesem Ort. Also, schreiten wir doch mal vor die Pforten des Turms von Rosenbühl. Hier im oberen Rang vom Kreis der Eroberung. Da hüpft der Schleim noch ein bisschen. So nah war das gewesen. Guckt euch diesen Ort doch einfach einmal an. Wahnsinn! Da wären wir also auf dem oberen Rang des Kreises der Eroberung. Was für ein finsterer Ort. Und das muss wohl Randolphus Burg sein. Wir haben es wirklich geschafft. Dieses Gebäude da unten. Ich spüre etwas Heiliges an ihm. Trotz all der Finsternis. Schauen wir es uns näher an. Ah, ich spüre überall hier frische Eier, die wir finden können. Ich schaue mir noch einmal um. Da hinten sehe ich auch eine Kiste. Hier dürfen wir nicht mal den Blick hinter den Turm gewähren. Alles klar. Gegner in einer großen Vielfalt. Schauen wir uns erst einmal weiter um. Ist ein Tor? Sieht aus wie ein Tor, aber ist höchstwahrscheinlich nur Wanddeko. Und jetzt passiert was. Genau an diesem Ort. Ein Abbild unseres früheren Ichs. Oje, das ist nicht gut. Hierher. Nonu, der sieht aus wie ein kleines Menschlein. Moment mal, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Isabella, hilf mir, ihn nach drin zu schleppen.
Ist denn was? Du warst als Kind schon mal hier. Dann war es wohl deine Bestimmung, zurückzukehren. Offenbar. Hier hat es sich also ereignet gehabt. Und diese Skeletter beschmutzen diesen Ort mit ihrer Präsenz. So, Kalette. Die machen wir mal fertig. Schnarchangriffe sogar. Oh je. Kältesturm. Da haben wir sie bezwungen. Und auf den hinteren Reihen, da steigt die Erfahrung. Ich hätte wahrscheinlich auch springen können, ne? Ja! Geht aber auch so. Ich gucke erstmal hier drumherum. Ah, der wendet seinen Rücken mir zu und ich drehe einmal kurz die Runde. Diese Skelette müssen erlöschen. Nicht mehr hier sein, das ist der Wunsch, den ich ihnen entgegen erfüllen mag. Guckt es euch an. Alles weg. Alles weg. Der steigt auch fleißig. Eine chemische Keule. Was durchaus erfreulich ist. Okay. Weiter runter. Hier geht's rüber. Ah, okay. Hier hat man irgendeine Möglichkeit, in einer anderen Jahreszeit nach oben zu gelangen. Vermute ich mal. Was in aller Welt? Ultra starke Schmocks. Das ist ja mal... Ey, das ist... Das wertet mein Team doch gleich auf. Guckt euch mal an, was sie aushalten. Das sind die krassesten Monster bisher im Spiel. Endgame-Smogs. Ey, die brauche ich. Ich glaube, das ist der Ort, wo man auch gut leveln kann dann, ne? Lieber Miku. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Und schaue, was das Schicksal hier für uns vorbereitet hat. An diesem Ort. In diesem Heiligtum. Nach der Ladezeit. Offenbart sich doch sicherlich etwas. Ja? Nur was? Ein kleines Idyll. Ich weiß, dass du von weit her gekommen bist, aber du solltest dir deinen Plan, deinen Vater zu sprechen, aus dem Kopf schlagen. Du schlägst meine Warnung also in den Wind. Da bist du ja. Ihr lasst uns ja ganz schön warten. Überrascht uns zu sehen? Ehrlich gesagt sind wir schon vorab hier aufgeschlagen, um nach Ranolfe zu sehen und das Gebiet auszukundschaften. Dabei hattet ihr die ganze Zeit die Möglichkeit herzukommen und habt uns nichts gesagt? Aufmerksam von euch. Wie
Der Tyrann hat sich in der Festung des Oberers verschanzt. Die vier Schreine der Macht erhalten die magische Barriere, um die Festung herum aufrecht. Oh, jeder Schrein wird von einem von Dolphs Generälen bewacht, die gemeinsam als Quartett der Generäle bekannt sind. Und zwei aus diesem Quartett sind auch in meinem Team. Kaiser Walzi und Krono, offenbar habt ihr zwei Seiten gewählt. Wenn sie uns im Weg stehen, sollten wir uns darum kümmern, sie zu beseitigen. Wenn die Kämpfe ihren Tribut zollen, kommt zurück und heilt eure Wunden in der Quelle. In Ordnung, Kurano. Entscheide du, zu welchem Schrein wir zuerst gehen. Vier Stück also. In den jeweiligen Himmelsrichtungen? Oder wie? Habe ich das zu verstehen? Erst einmal gucken wir in die Töpfchen rein. Oh, ein Steinreichmacher. Kedwin. Eine magische Barriere hindert dich am Betreten der Burg der Oberer. Du kannst sie nur entfernen, indem du das Quartett der Generäle besiegst. Sollte der Kampf sein Tribut zollen, kannst du dich jederzeit herschwingen und deine Wunden von der Heilquelle versorgen lassen. Kennt ihr diesen Ort, Kurando? Hier habe ich euch zusammengebrochen gefunden, als ihr noch ein Junge wart. Ihr wart damals so klein und schwach, aber was doch ein paar Jahre ausmachen. Oh, alles klar. Können wir also jederzeit zurückkehren und uns heilen in der sicheren Zuflucht. Doch im Kreis der Eroberung, im oberen Rang, gibt es viel zu tun. Komme ich da direkt von hier hin? Also ist das auf der Karte? Sind das verbundene Orte oder muss man sich dafür noch woanders hin teleportieren? Ah, seht mal an. Vier Generäle also. Jetzt will ich erstmal hier hinter noch schauen. Da haben wir doch Töpfe. Ich dachte, hier wären Eier, aber das hat sich wohl woanders versteckt. Oh, ein Glücksfund. Eine Mini-Medaille. Wie fein. Da vorne. Wow, okay. Der Winter, der schlägt hier aber mächtig rein. Bringt auch ganz andere Kreaturen hier hervor. Hier also. Ein Ei! Ich hoffe auf einen großartigen Fund. Ah, es ist nur silbern. Eine Enttäuschung. Mag man meinen. Es ist ein Frostnebel. Ja, das ist es nicht. Das ist nur höchstens ein kühles. Ein kühles Lüftchen ist das. Mehr ist das nicht. Nur ein kühles Lüftchen. Nicht der Rede wert. Weiß gar nicht, was man daraus zaubern soll. Ob man das überhaupt benötigt. Bleibt offen. Können wir aber nochmal gucken dann. Ich will jetzt nur einmal den Blick hier reinwerfen. Schauen, welche Kreaturen hier noch zu rekrutieren sind. Wobei, dafür müssen wir erst zum Lokalmatador werden. Ja, ich sehe schon. Die Barriere, die steht, die Monster sind angriffslustig, wütend gar. Pflanzen, die können wir wahrscheinlich auch erst in anderen Jahreszeiten nutzen. Hier wäre dann einer der Schreine. Ich will nur mal kurz schauen. Hier? Ein Schmuck? Oha. Nee. Ich wollte mir doch glatt noch irgendwo ein Ei holen. Bevor ich mich gegen die Generäle stelle. Ah, ist viel los. Man merkt, die Präsenz Randolfos, des Tyrannen, zieht hier sehr viele Monster an. Vor allem die Schmocks, das schmeichelt mir sehr.
weiß jetzt nicht, das ist natürlich dienlich dann, wenn man leveln mag. Hier kann man sich dann auch hin und her transferieren und hoffen, dass man einem Metallschleimkönig entgegensteigt. Aber ich will jetzt gerade erstmal die Eierernte hier praktizieren. Es ist ein güldenes Fundstück. Und daran haben wir feinste Porzellanware. Das ist hier von... warte mal, was gibt's denn da noch für Porzellan? Das war Gülden, aber das ist einfach nur noch Plunder. Das ist nicht mal mein Markt. Ich habe geguckt, da ist kein Hersteller drauf geschrieben. Das ist nichts, was man irgendwie nutzbar machen kann. Das ist einfach nur ein Service, was du irgendwo im 1-Euro-Shop dir aneignest. Also auch das eine Enttäuschung. Eine wahre Enttäuschung. Sehe ich da hinten noch was? Schrein der Macht, Nordosten. Man kann tatsächlich, wenn ich das so angucke, sich nicht direkt hintransferieren. Vielleicht muss man auch erst den General bezwingen. Ich habe irgendwo gelesen, dass in einem Gebiet bis zu 3 oder 4 Eier sein können. Verteilt. Ich glaube, das ist so großräumig. Hier müssten mehr sein. Ja, guck mal, hier sind ja schon im ersten Viertel sind da schon 15 Eier versteckt. Ein güldenes Ei. Ein weiteres. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Glück. Es ist ein kleiner... Ach, guck mal. Ein Yeti-Minator. Yeti-Minator. Nee, den nenne ich einfach Schmeddy. Schmeddy, der kleine Yeti-Minator. Ist auch nicht genau das... Wobei, war das ein B... Das war schon ein B-Rang, ne? Ich glaube, die Chance ist groß. Das in Goldeiern sind, glaube ich, in der Regel B-Rang-Monster, ne? Hier können wir jetzt die Kiste noch holen. Das ist jetzt eigentlich mein zentrales Ziel auch, warum ich hier gerade noch rumlaufe. Den Winter zu nutzen. Den Winter nutzen, um hier entsprechend noch Kisten und Wege zu passieren. Die Generäle können wir uns dann danach noch vorknöpfen. Da spielt die Jahreszeit ja keine große Rolle. Da ist noch ein Ei, da hinten ist auch noch was. Da oben komme ich nicht hin. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Vor allem, ich brauche noch Eierkreaturen. Ah! Ein fauler Hund. Ein fauler Hund. Der Bauer hatte einen Hund und Bingo war sein Name, ne? B-I-N-G-O, 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 Bingo. Bingo. Aber den... Wollte ich eigentlich nicht haben. Gibt's hier nicht mal irgendwo ein glücksgetränktes Ei? Es gibt auch Regenbogeneier, habe ich gelesen. Das wäre doch mal was. Ein Regenbogenei. Hier noch was? Nee. Kann hier nicht noch irgendwas sein, wo ich den Wind dafür nutzen muss, um rüber zu gelangen? Also... Hoppala. Oh, ich bin an einen Schmock getreten. Na komm. Das ist eine richtige Schmockfamilie. Magie-Explosion. Nicht schlecht. Gepaart mit einem saftigen Holitosis beendet alles. Jegliche Existenz wurde da getilgt. Und auf der Rückbank wird fleißig weiter gelevelt. Da hinten, das könnte doch ein Ei sein, in der Ferne. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hoch, von hier. Nicht in dieser Jahreszeit. Das wäre natürlich eine Schande. Ich könnte hier, wobei das ist wahrscheinlich nur der Schrein. Hier, das ist der Gebietsgegner. Dahinter nochmal schauen. Und wie gesagt, die Generäle, die schnappen wir uns noch. Zu gegebener Zeit sollte das kein Problem sein. Ich vermute auch, dass das einfach nur
Räume mit den Kämpfen sein werden. Aber da will ich natürlich frisch aufgestellt sein. Guckt hier, da, das meinte ich. Da gibt's doch noch was. Schönes Ei, vielleicht mal ein seltenes Ei wäre doch mal was Gutes. Ja, guck mal, Gold ist, Gold lasse ich mir gefallen. Aber nicht so ein, davon haben wir auch schon einen, Flatterdrachen. Flatterdrachen haben wir doch schon. Jeckel. Okay, Jeckel, auch du darfst auf die Rückbank reisen. Dann haben wir noch einen letzten Pfad zu gehen. Bisschen südlich, vielleicht komme ich von hier oben noch weiter, aber ich glaube, da braucht man eine andere Jahreszeit für. Der Winter endet auch gleich, beziehungsweise der Winter endet jetzt. Damit kann ich den Vorteil hier nicht mehr draus ziehen. Und das Ei hier oben erreiche ich dann wahrscheinlich nur im Sommer mit der Blume dort drüben, ne? Wobei, waren die, lass mich mal ganz kurz, die Pflanzen, waren die nicht frühlingsmäßig, ja, zu benutzen? Ich dachte gerade erst Sommer, aber nein, im Frühling. Dann kommt uns das doch gerade ganz recht. Damit kommen wir wahrscheinlich zu dem Ei. Oder? Irre ich mich jetzt? Es leuchtet doch schon so. Komm. Ja! Das hat sich doch schon gelohnt. Da ist sogar noch eine Kiste oben drauf. Was will man mehr? Ja, eine böse Kiste. Okay. Höllitosis. So gehört sich das. Betäubt haben wir die böse Box. Um sie dann zu erledigen. Ein paar Handgriffe reichen schon. Und schon ist es weggeschmort. Sehr schön. Dann wollen wir natürlich das Ei jetzt auch noch öffnen. Es ist aber nur ein schnödes Standardei. Mit irgendeinem. Was ist das überhaupt? Ich kann es gar nicht. Hatten wir schon mal, glaube ich, ein Feuerfratz. Irgendwas, keine Ahnung. Kann ich nicht deuten. Ich weiß nicht, was du willst. Dieser Name enthält Text, der nicht verwendet werden darf. Darf man Dings nicht benutzen? Wie war das nochmal? Man durfte bei Twitch nicht Dusche schreiben, ne? Dusche? Hier darf man's. Dusche. So. Damit hab ich dich auch. Da ist noch ein Feuerzosse und ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Einmal im Karree, haben den oberen Rang vom Kreis der Eroberung komplett durchforstet. Hier hätte ich wahrscheinlich doch mal den Winter nutzen müssen, um da auf die kleine Insel zu kommen, aber da sehe ich jetzt gerade auch nichts. Hier noch was? Ah ja, da kommen wir jetzt natürlich nicht weiter. Das müssen wir im nächsten Winter machen. Ich würde fast behaupten, wenn hier nicht noch ein Ei ist, dann geht es das nächste Mal an dieser Stelle weiter. Dann gucken wir mal, wer sich hier drin vielleicht befinden mag. Ihr lieben Leute, aber für heute war's das. Und bis zum nächsten Mal dürft ihr mal kommentieren, liken, abonnieren, falls euch geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal unbedingt wieder einschalten und es weitergeht bei Dragon Quest Monsters 3. Bis dahin, auf Wiedersehen und bye, bye.